der Erfahrung für mich ist dieses kleine Zeichen, oder? So, und hinter mir hatte ich gerade einen Schatten. Vorbereitung der Lütter Jungfernste. So, und jetzt auch die D6. So, Leute, sowas braucht man in Brakel. 1 zu 1,25, die berühmte Bücker Jungmeister. So wie sie seinerzeit Ernst Ude flog. Und da zieht sie davon. Leider haben wir kein Kerosin in den Wasserpfützen, müssen wir auch nicht haben. Und danke für Ihren Applaus, das war schon mal echt gut. Tolles Bild. Allein das ist schon eine Freude und freut mich auch ganz besonders für die Veranstaltung, dass wir das heute hingekriegt haben. Kilo Abfluggewicht zugelassen und schon einige Jahre in Betrieb. Der Motor müsste irgendwie was so bei 480 Kubik sein. 620 Kubik und treibt einen Propeller an und ich habe da irgendwo auch noch einen Riementrieb gesehen. Eine lange Zeit, eine lange Geschichte von der Entwicklung, von der Idee her, so ein Modell zu bauen, ein Einzelstück, den Messerflug jetzt hier perfekt präsentiert, wie einst der berühmte Kunstflieger Ernst Udet. Das war der, der mit einem Taschentuch in Amerika, also nicht mit einem Taschentuch, mit dem Flügel, ein Taschentuch während des Fliegens aufheben konnte. So, das wird ein Rollenkreis. Das ist gar nicht einfach mit so einem Riesenbock. Jawohl, auch hierfür gibt es einen Applaus. Beheimatet ist Helmut bei den Hemster Modellfliegern, Modellflugclub Hemsen, oben auf dem Berg.
Modell aufbaut, da muss man schon mit anderen Maßstäben dran gehen. Alleine bei der Bestückung der Steuerservos, also unter 120 Kilo pro Servo läuft da gar nichts, um auch die Haltekräfte zu haben, die da auf dieses Flugzeug treffen. Gerade so in diesen Figuren, wenn das Höhenruder zieht, dann will der Brocken ja auch nach oben. Es macht dann Männchen, lässt das Gas aber ein bisschen stehen dabei. Blattverstellung des Propellers. Das war gelogen. Aber für dich, Helmut, wichtig, der Luftraum in Richtung Wald ist wieder frei. Ich sehe jedenfalls niemanden mehr da. Das heißt, der Luftraum ist jetzt auch klar für die nachfolgenden Slots hier, unter anderem auch mit unseren schnellen Raketenjägern. Schokoladenseite gezeigt für unsere Fotografen und Filmemacher natürlich. Das war gerade für besonders große Bilder. Ich glaube, jetzt merkt man, der Motor hat jetzt die richtige Betriebstemperatur. Ja, und da wackelt er leider schon ab. Die Landung steht jetzt kurz bevor. Im Moment baut er ja an einen Sternmotor, der da reinpassen würde. Ne?